Yo Stuttgart, Top Tier Takeovers back mit der Battlemania und wir kommen in einer der Ursprungsorte vom deutschen Rap. Wo sind die MCs heute Abend? Wer hat Bock auf Freestyle auf Texten? Du bist nicht nur ein wahrer MC, sondern ein Doper noch dazu? Dann nutzt den 11. November und step in die Cypher, um dich für die Battlemania zu qualifizieren. Denn ganz ehrlich, so viele Battle Rap Fans labern mich voll. Battle Rap ist tot, bringt doch eh nichts mehr, der Hype ist vorbei. Was soll der ganze Scheiß überhaupt noch? Und habt ihr dem was entgegenzusetzen? Wir sind gespannt, oder sind wir die letzten Idioten, die noch daran glauben? Ja, ich bring paar Lines und du bist nur ein Hater. Dir fällt nichts mehr ein und du willst in die Battlemania. Was ist los mit dir? Ihr dreht sich wie ein Plattenteller. Ich find dich auf Beat und auch im A Cappella. Also, kommt in die Battlemania und zeigt, dass deutscher Rap lebt. Deutscher Battle Rap ist on fire. Freestyle-Modus, 16er Texte on Beat, A Cappella-Modus. Kommt vorbereitet und macht euren Künstlernamen alle Ehre. Deutscher Battle Rap lebt in der Battlemania. Und der Sieger bekommt nicht nur 500 Euro Preisgeld und einen DevShop-Gutschein für 250 Euro, sondern hat die Chance auf den Titel. Denn in Stuttgart findet das erste King Final statt. Mit dem Champion aus Berlin, Felix Smart, gegen den Champion aus Leipzig, Virus. Und was die beiden zu sagen hatten, seht ihr in dem ersten Face-Off. Wir sind gespannt auf eure Prognose. Was glaubt ihr, wer das Ding holt? Schreibt es in die Kommentare und gebt euch das erste Face-Off. Wir sehen uns am 11. November. Peace. Yo, die zweite Battlemania ist durch und wir haben die ersten beiden Champions von Top Tier Takeover. Das bedeutet, das King-Finale steht vor der Tür. Das erste. Zwei Aspiranten auf den Thron. Es ist Felix Smart gegen Virus. Warst du überrascht, dass er heute gewonnen hat? Ich war schon überrascht. Ich dachte, die Freestyles sind noch ein bisschen eingerostet, was ja auch so war im Endeffekt bei Virus, aber das Teilnehmerfeld konnte er mit ein bisschen Glück dann trotzdem besiegen. Wie viel Glück hat eine Rolle gespielt? Wie viel Können? Ich glaube so 3% Glück. Und es war gut, dass er nicht dabei war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich aggressiver gerappt, weil dann wäre ich genervt gewesen von Flake. Von wem? Flake. Wer ist Flake? Ja, ich heiße jetzt Felix Smart, für alle zur Info. Er kann sich sowas nicht so schnell merken, weil die Alzheimer-Attacken kicken schon. Oh, okay. Dann müssen wir uns auf jeden Fall alle dran gewöhnen, aber mit Namenswechsel hast du ja auch so deine Erfahrung. Ja, ich weiß. Bei mir ist Neb Geiver, damit mache ich gute Musik und mit Felix Smart geht man schwimmen. mein Mart. Ach nee, das ist Bootfahren, Entschuldigung. Du hast ja heute, kann man auch sagen, dass Erfahrungswerte eine große Rolle gespielt haben für den Sieg heute. Cool. Was hast du dir entgegenzusetzen? Weil Erfahrung bringt eher Virus mehr mit. Was ich dem entgegenzusetzen habe, ist der Hunger. Ich habe erst eine Veranstaltung gewonnen und was hast du gesagt? Alles gut, ich bringe gleich ein Brotchen. Ich rede ja gerade. Also ich habe ja erst eine Veranstaltung gemacht. Virus dagegen, der hat ja schon bei Rapper Mittwoch gebattelt, wollte dann mit Musik erfolgreich werden, hat es nicht geschafft und muss jetzt zurück in den Kreis. Und deswegen glaube ich, ich habe da irgendwo mehr zu erreichen am Ende des Tages. Wie viel Wahrheit ist da dran? Kommst du wieder battlen, weil deine Mucke nicht knallt? Ich komme wieder battlen, weil ich sehe, dass alles Spasten sind. Ich gehe dahin, alle sind, oh, darfst das nicht sagen und so. Jetzt kommt der dahin, Alter, ich habe nicht gesehen, was der macht. Der sieht aus wie aus dem DevShop-Katalog, Alter, mit seinen kleinen Klamotten und sagt, ich kann jetzt plötzlich rappen. Geh raus, Alter. Was für Spasten, Alter. Was sagst du mit deinem ADHS? Ja, ich habe ja ADHS bei allen Künstlern. Hast du mal gecheckt, Alter? Was respektierst du denn nicht an neuen Künstlern? Ich respektiere viele an neuen Künstlern, aber es waren mir viel zu viele so weiche Leute dabei. Beispielsweise, das war genau das Gegenteil. Der heute mit mir im Finale war, der Diamond. Ja. Der hat richtig Hunger, der hat richtig Bock gemacht, der stand daneben, der hat die Fratze gezogen, hat sich gedacht, scheiße, der hat schon im Video gesagt, der gewinnt, fuck, jetzt hat der auch noch gewonnen, so. Ja. So, und natürlich hat er keinen Bock, so. Und ich denke mir so, Bruder, so, ich habe wieder Bock, so ein bisschen Feuer in diese Szene zu bringen, so, wir haben vorhin schon im Interview drüber gesprochen, und er ist mir halt auch jeder Weg dann recht, so klar. Diamond hast du aber hinter dir gelassen bei der ersten Battlemania. Genau, also ich respektiere auch Diamonds für das, was er macht auf jeden Fall. Schade, dass es heute nicht gereicht hat, so, aber ja. Hättest du Diamond lieber gebattelt? Gegen als Virus? Nee, also Virus ist schon für die Peinlichkeiten, die er sich schon im Battle Rap Game erlaubt hat, ist schon die bessere und größere Angriffsfläche und die würde ich gerne ausnutzen. Das wollen viele. So, yeah. Es ist immer so dieses, oh, ich will nicht in ein Fettnäpfchen treten, hoffentlich. Das ist aber Felix doch im Vorteil. Also was jetzt Angriffsfläche angeht, ich meine, ich denke schon, der weiß mehr über dich als über ihn, oder? Ja, das ist doch klar. Was soll ich über ihn wissen? Der nennt sich jetzt Felix Smart. Der hat sich von einer Session seinen Namen geswitcht. So, ich habe dafür ein paar Jahre gebraucht. Ist okay, so, ne? Ist okay, ich verstehe das, ne? So, aber ey. Ich muss nichts über dich wissen, um dich zu bumsen.
Was ist denn so mit den Disziplinen zum Beispiel, wenn die Leute sagen, er hat auf jeden Fall mehr Erfahrungswerte, vor allen Dingen auch was die ganze Textkomponente angeht. Mhm. Es geht ja auch um Song gegen Song im Finale. Mhm. Da hat er ja schon einige Auftritte hinter sich, so wie es bei dir mit Songs? Ja, ich habe noch nicht so viele Songs geschrieben wie er höchstwahrscheinlich, aber werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen und das wird am Ende des Tages gut, wenn nicht besser werden als das, was du fabrizierst. Tu dir einfach einen Gefallen und geh auf die A Cappella-Runde. Weil die Textrunde überlebst du nicht, das sag ich jetzt schon. Geh auf die A Cappella-Runde, weil da hast du auch einen Vorteil gegenüber mir. Stolper sowieso konstant über meinen Text. So, nimm das, glaub mir, das hat heute auch schon zum Teil nicht funktioniert. So, das gönne ich dir. Aber Textrunde, Digga, ich fresse dich. Wer hat dich gerade nach meiner Advice gefragt, Digga? Alle Leute auf YouTube. Ich glaub nicht, nee. Also mich interessieren beide Meinungen natürlich. Aber siehst du ihn auch, dass er mehr Chancen hat in der Textrunde oder bist du sicher, dass du die auch holen könntest? Nein, überhaupt nicht. Also klar, so er hat ein paar Songs geschrieben, aber es ist was anderes, einen Song live zu performen auf einer Bühne. So, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Konzert gespielt hast, aber die drei Spotify-Hörer geben da nicht die beste Vorlage für. Ich weiß nicht, ich glaube, Battle Olymp hatte ich die meisten Zuschauer mit fast 1000 Leuten da. Das war ganz gut. Fast 1000? Ah, okay, ja. Gut. Wie viel war es bei dir? Fast 3? Naja, auf jeden Fall denke ich, dass die Live-Performance da einen großen Unterschied macht und deswegen sehe ich mich da nicht bedroht. Okay, du bist auch sicher, was die Songrunde angeht dann halt. Genau, also ich denke, ich kann da sehr gut Kontra bieten. Okay. Wie sieht's mit deinen A Cappellas aus? Ich meine, da ist ja auch hast ja schon einen Punkt angesprochen. Ja. Willst du da einen draufsetzen oder sagst du, du bist in der Songrunde so stark und verlässt dich auf die Freestyles, dass du die A Cappella-Runde skippen kannst? Also ich sag, die Textrunde wird dafür sorgen, dass ich sie skippen könnte. Mhm. Aber ich werde sie nicht skippen, so, weil ich meine, ich weiß ein paar Sachen über Flake. Ich bleib jetzt dabei, tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Ich weiß ein paar Sachen über Flake. Du bist ja ein frecher Mensch, ja, dass du das jetzt machst. Ja, ist ehrlich, ne? Ich weiß ein paar Sachen so, ich werde auch ein paar Sachen rausfinden wahrscheinlich so. Und ansonsten, ich drehe mir das, wie ich das will. Auf jeden Fall hast du ja auch viele Rhythms hinter dir. Wie sieht es mit der Freestyle-Komponente aus? Sagen wir mal, wenn wir jetzt, wenn ich Wetten abschließen würde, würden glaube ich schon die meisten wetten, dass die Songrunde an dich geht. So A Cappella-Runde, wenn du souverän performst und du wie üblich könntest eher zu dir gehen, so, dann wäre es schon krass, wenn die Freestyle-Runde entscheiden würde. Was hält ihr gegenseitig von euren Freestyles? Was fandest du, hat er für ein starkes Freestyle-Battle gehabt? Also ich glaube, die erste Runde war nicht so stark, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber dann bist du eher so ins Kontern gekommen. Also er ist dann langsam warm geworden, deswegen, also ja, er ist auf jeden Fall, er kann freestylen, aber ob es dann reicht, ist die Frage. Was hältst du von seinen Freestyles? Ich finde, er kann auch ziemlich gut freestylen. Ja, also könnte spannend werden. Es könnte spannend werden, ja. Wenn wir uns nicht gegenseitig irgendwelche Fallen stellen. Ja, naja, da kommen wieder die Erfahrungswerte auf jeden Fall mit rein. Denkst du, er ist der verdiente Sieger der ersten Battlemania? Ja. Ich meine, so, das war halt das gleiche Ding wie bei mir. So, ne? Das Kader hat es ein bisschen einfach gemacht. So. Achso, du meinst die Gegnerauswahl? Die Gegnerauswahl hat es ein bisschen einfach gemacht. So, und er ist aber auch, was das Freestyle-Game angeht, auf jeden Fall sehr erfahren. Das hilft ihm auch auf jeden Fall meistens raus, wenn die A Cappellas too generic werden. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Fandest du, Triple Beat war im Finale gegen dich stärker als Diamond heute gegen ihn? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich kann mich nur daran erinnern, dass beim Finale ich im A Cappella besser war als Triple und der Freestyle ziemlich ausgeglichen schlecht von uns beiden. Diamonds heute hat, soweit ich weiß, sogar aus Versehen seine Halbfinal-A Cappella-Runde gebracht mit diesem RB Leipzig-Ding und dem Gegnerbezug. Deswegen, ich würde schon denken, dass Triple wahrscheinlich besser war, ja. Als Diamond? Ja. Ja, also hatte er den schwierigeren Gegner im Finale. Kann man vielleicht sagen, weil sprechen wir von Erfahrungswerten. Wie lange ist Triple dabei? Triple ist auch schon länger dabei. Deswegen. Triple ist wie Rocky aus den Ashes gekommen, er hat sich hochgekämpft, boom. Cool. Ja. Du hattest ja starke Momente im Alpha Royale. Ja, ist richtig. Ja, das war halt der Überraschungseffekt im Halbfinale, erinnere ich mich auf jeden Fall, den du gut ausspielen konntest. Und da haben alle gehofft, dass du einen draufsetzt im Finale. Das ist leider nicht passiert. Ja, das ist nicht passiert. Ja, wieso können wir jetzt annehmen, dass du der Leistung jetzt einen draufsetzt? Weil es mir egal ist.
Da ist der Unterschied. Vorher, ich war richtig verbissen. Falls du dich erinnerst, die ersten Battlemanias, ich war verbissen, dass der Freestyle sitzt. Ich war verbissen, dass der A Cappella sitzt. So. Ich habe mir ein paar Sachen gesagt. Erstens, ich komme in diese Szene zurück und mache mir erstens keine Freunde. Das ist mir scheißegal. Das Zweite ist mir scheißegal. Ich bin hier hingegangen mit der Attitude, ist mir jadak. Ich gehe hin und fick alle. So, du hast die Provokation gesehen. Ich bin aus der Zukunft gekommen, habe gesagt, ich habe gewonnen. Ich halte mein Wort. Stimmt. Und das ist nicht das Einzige. Ich bin nicht mehr dieser Typ, der sagt, oh mein Gott, ich muss das jetzt so machen. Ich stelle mich da vor dich, ist mir scheißegal, was du machst. Das Selbstbewusstsein ist real und ich habe das ja gesehen, hast den Trailer gesehen, er hat sein Wort wahr gemacht. Das war wirklich, hängst du viel mit Mighty McFluff? Was geht ab, Leute? Hier ist Virus. Ich komme aus der Zukunft. Auf meiner Uhr ist heute der 24. September 2022. Ich komme gerade vom Top-Tier-Event in Leipzig und habe jeden einzelnen Battle-Rapper da auseinandergenommen. Ich will euch nicht spoilern, dass ich gewonnen habe, aber wenn ihr Bock auf ein richtig krankes Event habt, dann besucht mein Gegenwarts-Ich am 23. September 2022 in Leipzig im Täubchental. Und ja, sieht zu, wie er gewinnt. Und an alle, die da teilnehmen wollen, macht's einfach nicht. Ich habe gesehen, was passiert. Also tut euch das nicht an. Ja, wie wirkt das auf dich, wenn er so selbstsicher halt in der Vergangenheit gesagt hat, dass er das Ding geholt hat, holt? Und sein Wort gehalten hat und jetzt auch wieder sagt, dass er das Ding gegen dich holen wird. Ja, wie wirkt das auf mich? Also ich hoffe, du hast noch genug Logopädenbesuche eingeplant, dass nicht genug Stumbler in deine Parts kommen, wie man es von dir gewohnt ist, aber sonst lässt mich das relativ unbeeindruckt, denke ich. Ich glaube, die Stumbler sollten ein kleines Problem sein. Wenn du das sagst. Hoffst du eher, dass er verkackt und du deshalb gewinnst oder glaubst du, dass du wirklich einen draufsetzen kannst zu seiner Leistung, wenn er sogar durchzieht? Ich glaube, ich kann mehr aus dem Aufkommen. Also von Virus, er ist schon eingespielt, er hat schon seine Taktiken gemacht. Er sagt jetzt ist ihm alles egal, okay, so ich weiß nicht, inwiefern das für die Qualitäten eines Champs spricht, wenn ihm seine Leistungen beim nächsten Event egal sind. Aber ich denke, da kann ich mehr überraschen und mehr reißen und mich mehr entwickeln und ich habe mehr Potenzial. Mhm. Also ich weiß noch, der große Überraschungseffekt, dass du gegen Nida gewonnen hast. Mhm. Ich glaube, da hätte ich da Wetten abgeschlossen, hätten die meisten verloren, die auf Nida gesetzt hätten. Same. Ne, so. Und das ist eine Sache, da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert. Ich habe gesagt, okay, warum hast du da so gut abgeliefert? Mhm. Weil ich mir einfach mir selbst mal vertraut habe und gesagt, weißt du was, scheiß drauf, das wird schon. Und es ist mir scheißegal, wer da guckt, ist mir scheißegal, wer da einen dummen Kommentar gibt. Mhm. Der hätte mir einer ein scheiß Glas Wasser an den Kopf werfen können, wäre scheißegal, ich hätte ein paar durchgemappt. Mhm. Und das gleiche jetzt so. Das ist egal, ich kann ohne Hose kommen, ist mir scheißegal, ich kann ohne T-Shirt kommen, ich kann meinen Jadak raushängen lassen. Mach den Josef Steinschleuder. Ich mach den Schleischleuder, ist egal, ich kann Haare abschneiden, ist egal. Ich mach einfach mein Ding. Haare abschneiden. Auf jeden Fall spricht ja da die Leistung für ihn halt, dass sein stärkster Gegner der ehemalige Diltili-Champ war. Und wer war dein stärkster Gegner? Wahrscheinlich Triple. Triple und dein Sieg dann halt auch, ne? Aber dazu kommt noch ein sehr starker Moment in Hamburg, erinnere ich mich. Ein Battle, was viral gegangen ist gegen Taizos. Mhm. Das Hammer von Tor. Ja, Hammer von Tor. Das war ein schöner Tag. Das war schön. Hast du das Battle auf dem Schirm? Klar, natürlich. Ja. Also es ist ein Classic, so kann man auch nicht absprechen, dass das eine sehr gute Leistung war. Von Virus noch fast noch mehr als von Tizos. So. Ja. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass da ein bisschen mehr kämpferische Attitude von dir ist, weil für dich auf jeden Fall auch viel zu holen gibt halt nochmal. Ja. Ne? So, 1.000 Euro. Ja, erstmal abgesehen vom finanziellen Aspekt, den wir natürlich anbieten können, wie auch immer, der möge der bessere gewinnen und es soll natürlich gerecht entlohnt werden halt. Ne? Ja. Wir setzen aber trotzdem darauf, dass man weiterhin in der Songrunde 2 Punkte holen kann, in der A Cappella-Runde 4. Und selbst wenn man die beiden Runden holt, kann man es mit der Freestyle-Runde immer noch ausgleichen. Ah, Bombe, okay. Ja, dann wäre es immer noch ein 6-6. Und dann würde es in die Verlängerung gehen. Also, das ist gut. Alles ist offen. Gibt's noch was Verlängerung? Was für eine Disziplin? Auch Freestyle. Ah, es bleibt beim Freestyle gut, dann halt, ne? Vielleicht etwas limitierter dann halt. Ne? Ja, so. Fuck. Noch ein Song. Auflauf vor A Cappella. Ja. Wir können auch die Regel noch was switchen. Nein, das tun wir natürlich nicht. Ja. Okay, ich habe mehr Bock auf das Match jetzt bekommen. So, ich merke auch, wie viel du bist auch hungrig, so deine scheißegale Attitude. Ich will sehen, ob du wirklich da nochmal dein Wort halten kannst, weil das hast du halt, wie gesagt,
vorher höre ich oft, ja, ich hole die Runde, ich hole Leipzig. Und es war wirklich das Ich aus der Zukunft, das sein Wort gehalten hat. Vielleicht kriegst du ja in 2 Wochen noch ein Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden natürlich noch einen Event-Trailer machen. Aber ich habe definitiv Bock auf dieses Match. Es wird 3 Runden geben. Song gegen Song. Mhm. A cappella written. 1 Runde bis zu 5 Minuten. Okay. Und dann nochmal auch bis zu 5 Minuten Freestyle, 4 Takte Schlagabtausch. Sehr gut. Der Gewinner kriegt 1000 Euro und ist der erste King der Battlemania. Ich bin gespannt. Setzt eure Wetten. Felix Mart oder Virus. Top Tier Takeover, Stuttgart.